In Analogie zu Aufgabe 70 wollen wir nun auch die sogenannte Gestaltänderungsenergiehypothese oder Huber-Mises von Henke-Kriterium anhand der Größen Sigma x, Sigma y und der Schubspannung Tau xy darstellen. Wie schaut eigentlich in dem Fall ein von Mises-Kriterium aus und auf welche Arten kann man das darstellen? Ich schreibe Ihnen im Wesentlichen nur die wichtigsten Arten her. Nämlich, wenn Sie es voll dreidimensional nehmen. In dem Fall ist ja der ebene Spannungszustand gefragt, da wird alles leichter wieder. Für voll dreidimensionale Spannungszustände ist die Vergleichsspannung nach Mises rechtes Monster. Nämlich eine Wurzel aus Sigma x² plus Sigma y² plus Sigma z² minus die Produkte der Sigma x, Sigma y, Sigma x, Sigma z, Sigma y plus 3-mal die Quadrate der einzelnen Schubspannungen Tau xy Quadrat plus Tau xz Quadrat plus Tau yz Quadrat. Das wäre voll dreidimensional, beziehungsweise in Hauptspannungen ausgedrückt, ist es einfacher. 1/2 Klammer Sigma 1 minus Sigma 2 Quadrat plus Sigma 2 minus Sigma 3 Quadrat plus Sigma 3 minus Sigma 1 Quadrat und davon die Wurzel. Die ist so um 1904 herum entstanden, die Hypothese, und die besagt einfach, das, was zum Versagen beiträgt, ist alles, was die Gestalt des Werkstoffes ändert. Und die Idee hier war, dass man einfach eben nimmt und der ebene Spannungszustand vereinfacht das natürlich, dann ist Sigma V nach Mises nur mehr die Quadrate der einzelnen Hauptnormalspannungen 1 und 2 minus das Produkt aus den beiden für den Hauptnormalzustand. Das wird natürlich einfacher. Oder in xyz Sigma x Quadrat Sigma y Quadrat minus Produkt Sigma x Sigma y plus 3 mal das Tau xy zum Quadrat, weil ja sowohl Sigma Z 0 wird, als auch Tau XZ und Tau YZ 0 wird im ebenen Spannungszustand. Die streichen es einfach oben weg, dann sind sie dort. Ja. Und dort kann man natürlich im ebenen Zustand kann man dann wieder mit dem morschen Kreis ein bisschen herumtun und kann so herumrechnen zwischen, wenn Sie Mittelpunkt, Radius einsetzen und so, dann können Sie zwischen denen transformieren. Das war eigentlich die Idee des Beispiels, dass man so ein bisschen herumspielt mit der Vergleichsspannungshypothese.